Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper. Heute gibt es wieder eine neue Folge COD News. In dieser Ausgabe dreht es sich um die ersten offiziellen Leaks zu dem neuen COD-Ableger vom Entwicklerstudio Treyarch. Und veröffentlicht wurden diese ganzen Leaks, wer's gedacht, von David Wanderhaar. David Wanderhaar ist der Spieldesignleiter bei Treyarch und ich hätte nicht gedacht, dass von ihm zu dieser Zeit die ersten Leaks kommen. Denn eigentlich war es immer so, dass erst im Mai rum oder April rum die ersten Leaks kamen und auch nicht wirklich dann von offizieller Seite, sondern irgendwie von anderen Leuten, die da was erfahren haben. Aber dass jetzt halt von David Wanderhaar schon die ersten Sachen kommen, erst kurz nach dem Release von Advanced Warfare, ist eigentlich ziemlich erstaunlich. Er postete nämlich auf Twitter zwei Sätze, die sich auf das neue COD beziehen könnten. Und der erste Satz lautet: Herrschaft mit keinem Zeitlimit getestet. Wenn ein Team 100 Punkte erreicht, wird Seite gewechselt und das Team, welches zuerst 200 Punkte erreicht hat, hat dann gewonnen. Danach kam noch der Satz von ihm: Ich hätte nicht gedacht, dass ich es mag, aber es beseitigt einige der Seltsamheiten mit der mathematischen Eliminierung und das Spiel läuft trotzdem noch schnell. Ja, das waren die zwei Sätze, die er auf Twitter gepostet hat. Mit dem Herrschaftsmodus ohne Zeitlimit finde ich ziemlich cool, denn so hat man nicht mehr das Problem, dass man einfach nach 10 Minuten, auch wenn der Score noch nicht erreicht ist, das Spiel vorbei ist. Finde ich eine richtig gute Option ohne Zeitlimit. Und ansonsten, wie gesagt, ich wundere mich einfach nur, dass jetzt schon die ersten Leaks kamen, kurz nach dem Release von Advanced Warfare. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich komisch und ich hoffe auf weitere Leaks, weitere Sachen von David Wanderhaar oder vielleicht auch von anderen Seiten. Ich bin einfach gespannt auf das neue COD von Treyarch und einerseits war ich ein bisschen traurig, als ich erfahren habe, dass dieses Jahr kein Zombie-Teil herauskommt, aber wiederum freut es mich, dass sie jetzt 3 Jahre haben und diese 3 Jahre hoffe ich auch, dass sie diese nutzen, denn ansonsten bin ich ziemlich enttäuscht, was das angeht, denn Black Ops 2 war jetzt nicht wirklich der Bringer im Zombie-Modus, deswegen hoffe ich einfach, dass sie diese 3 Jahre genutzt haben und einfach was Gescheites rausbringen. Wie gesagt, das waren die zwei Leaks von David Wanderhaar. Und wenn wieder was Neues herauskommen sollte, dann werde ich euch sofort wieder darüber informieren. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.